Stahl ist nicht gleich Stahl. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Stahlwerkstoffen sind teils enorm. Um das zu veranschaulichen, belasten wir Drähte mit einem Durchmesser von jeweils 1 Millimeter mit Gewichten. Beide Drähte sind unlegiert. Der zweite weist lediglich einen etwas höheren Kohlenstoffgehalt auf. Beim ersten Draht handelt es sich um weiches Material, wie es zum Beispiel zum Blumenbinden verwendet wird. Hierfür wurde er bei hoher Temperatur geglüht und langsam abgekühlt. Das machte ihn weich. Dieser Draht reißt schon nach dem Auflegen von 32 Kilogramm. Für den zweiten Versuch verwenden wir dagegen hochfesten Federstahldraht. Aufgrund der zu erwartenden Festigkeit mussten wir an der Stange für das Auflegen der Gewichte unten ein Zusatzgewicht von 27 Kilogramm anbringen. Dieser Draht erhält seine Festigkeit vor allem durch eine Kaltverfestigung. Hervorgerufen wird diese durch die starke Verformung beim Drahtziehen im kalten Zustand. Der hochfeste Draht reißt erst bei einer Belastung mit Gewichten von insgesamt 162 Kilogramm. Das ist rund 5-mal so viel wie beim ersten Versuch.